Wir müssen einmal einen Rückbau machen. Das Ding muss weg. Die Hallen an sich sind ungefähr 90.000 Quadratmeter. Wahnsinn, ey. Ist doch nicht normal. ~600 Tonnen Blech? Ja. Das sieht auch ein bisschen unheimlich aus. Technikraum, Lüftung. Willst du gucken? Ja, klar. Ich will überall reingucken heute. Würdest du sagen, dass Longfront schon Königsklasse ist beim Bagger? So ein Nervenkitzel halt, ne? Adrenalin pur. Boah, ist das hart, ey. Das ist so hart. So, liebe Leute, ich bin mal wieder für euch unterwegs. Und zwar werden wir uns mal darum kümmern, dass dieser Gebäudekomplex, diese Halle hier vorne, dass die wegkommt. Ne? Die Kollegen vom Deutschen Abbruchverband haben mich angefragt. Und ich treffe heute den Matthias. Der ist nämlich Bauleiter im Abbruch. Und da gucken wir uns das mal an. Matthias, grüß dich, ne? Alles klar. Alles gut? Ja, sicher. Ich habe den Zuschauern schon gesagt, dass du mich heute so ein bisschen hier rumführst. Genau. Das ist ja relativ umfangreich, das Objektieren. Das ist ja jetzt hier nicht ein kleines Einfamilienhaus. Nein, wir haben hier insgesamt über 300.000 Quadratmeter Grundstücksfläche. Davon sind 100.000 Quadratmeter grob bebaut. Der Großteil ist eine Logistikhalle, bestehend aus der ganz normalen Lagerfläche, die wir hier hinter uns sehen, einem Verwaltungsgebäude und halt im hinteren Bereich noch ein Hochregallager. Es kommt alles weg hier? Es kommt alles weg, definitiv. Lediglich der Teil gegenüber von uns, der bleibt stehen. Das ist ein Bestandsgebäude, was weiter genutzt wird. Da bauen wir die Brücke noch zurück als Verbindung. Aber alles andere kommt hier weg. Ich suche eigentlich noch eine Halle für einen Wohnwagen. Ja, zeige ich dir. Komm, hier wäre ja Platz, ne? Komm mal mit. Wir betreten jetzt die Baustelle und Richtig. Da steht jetzt erstmal so drauf, was hier gefährlich ist. PSA, persönliche Schutzausrüstung, haben wir natürlich immer dabei. Man sagt auch gar nicht Abbruch, sondern Rückbau, ne? Richtig. Bis wann waren hier noch Leute zugange? Also bis vor grob einem Jahr waren die Flächen noch genutzt als Logistiklager von Amazon. Die haben halt auf der gegenüberliegenden Straße neu gebaut. Und ursprünglich gebaut wurde das Ganze hier mal als IKEA-Europa-Zentrallager. Alter Vater, was ist das denn? 300.000 Quadratmeter. Und Grundstück. Grundstück. Und dieser Hallenkomplex ist ungefähr wie viel? Also die Hallen an sich sind ungefähr 90.000 Quadratmeter. Krass. Ja. Also um das mal zu vergleichen, wenn du einen großen Baumarkt hast, der ist mittlerweile, glaube ich, so um die 15.000, 20.000. Ja, das ist hier ein Riesenbaumarkt. Feuerlöscher habt ihr im Angebot, sehe ich gerade, ne? Ja, jede Menge haben wir alle einzeln ausgebaut. Genauso wie diese Wasserschläuche. Da hinten haben wir ein paar Brandschutztüren demontiert, enthalten stellenweise Asbest. Deswegen demontiert worden im Vorfeld, bevor hier die Bagger zu Werke gehen. Habt ihr irgendwo einen Übersichtsplan? Also, ja, kann ich dir mal zeigen. Wie lange seid ihr ungefähr hier? 8 Monate Bauzeit ist angesetzt, ja. So, das heißt, da würde ich sagen, da machen wir in den nächsten 6 Monaten, zumindest hier die Sommersaison, machen wir einen Technoschub. Ja, wir können ja alles machen, gleich nebeneinander. Eine Großraumdiskothek, eine Kartbahn. Kartbahn? Krass. Ja. Ich hätte ein anderes Auto mitbringen sollen, dann würden wir heute hier mal ein bisschen driften. Ich habe übrigens einen Kollegen aus Dortmund angerufen, okay. Aber der hat heute keine Zeit. Das ist smooth. Sprinklerzentrale. Das heißt, hier Brandschutz ist aber noch gewährleistet, auch für den Abbruch. Das heißt, wenn jetzt hier irgendwo ein Feuer ausbrechen würde, dann würden die Sprinkler, laufen. Hier in dem Bereich würden sie noch funktionieren. Und wir schalten sukzessive die Hallenschiffe frei, so wie wir mit dem Rückbau voranschreiten. Weil wir bei dieser Gebäudegröße halt den Brandschutz auch noch mit gewährleisten müssen. Krass. Werdet ihr dann hier komplett die Decke alles wegmachen und das Ding dann mit dem Autokran raus? Oder werdet ihr diese Tanks zerschneiden und dann verschrotten? Oder? Die Tanks werden je nach Größe, wenn sie so wie der, wenn er transportabel ist, wird er sicherlich als Ganzes noch vermarktet werden können. Ansonsten die großen Sprinklertanks, da die gekanteten, werden kleingeschnitten. Sieht ja aus, als wenn der Hausmeister gleich zur Schicht erscheinen würde und sich da vorne da an den Regalen irgendwas raussuchen würde. Ja klar, aber das ist relativ häufig so, dass wir die Gebäude so übernehmen, wie sie verlassen wurden. Guck dir mal diese Pumpen an. Über 500 kW Pumpenleistung oder Motorleistung nur für eine Sprinkleranlage. Richtig. Hier vorne haben wir auf jeden Fall meinen Gebäudeplan. Das ist das Gesamtgebäude, was wir zurückbauen. Hier haben wir die Verbindungsbrücke, die wir zurückbauen. Hier hinten haben wir einen Teil Hochregallager, da gehen wir gleich mal gucken. Und wir befinden uns jetzt quasi hier drin unter dem Verwaltungsgebäude. Wie viele Tore habt ihr insgesamt? Ich glaube 180 in Summe. Boah, 180 Tore. Ja. Und ihr habt ja gesehen, was das für Rolltore sind. Und wenn du mal ein Haus gebaut hast, dann weißt du auch, was ein gutes Garagentor kostet, ne? Definitiv. Was gibt's hier? Technikraum? Technikraum, Lüftung. Willst du gucken? Ja, klar. Ich will überall reingucken heute. Hier ist halt eine der Heizzentralen.
Wenn du jetzt im Abbruch tätig bist, wer ist denn derjenige, der so ein Gebäude dann erstmalig begeht, der dann prüft, okay, was liegt hier, was kann man verwerten? Wenn der Bauherr nicht über eine eigene Planungsabteilung verfügt, werden entsprechende Instanzen eingeschaltet. Sprich, ein Planer, also ein Architekt für Gebäude, ich sag mal, größeren Umfangs, hat man in der Regel einen Gutachter dabei, der die Schadstoffe erkundet im Vorfeld. Also sprich, hier geht ein Trupp durch, der sämtliche Böden, Decken, Wände, Installationen und so weiter einmal öffnet, einmal reinschaut, sind da Schadstoffe vorhanden. Viele kann man mit dem Auge erkennen, einige nicht, so wie belastete Bodenfarben, belastete Wandfarben, dann Mineralwolle. All das sind ja gefährliche Abfälle und die müssen im Vorfeld erkundet werden. Sämtliche Einbauten kommen raus, Wolle wird abgemacht von den Lüftungsleitungen, asbesthaltige Bauteile, Sicherungen werden ausgebaut. So, und dann folgt eigentlich erst der maschinelle Abbruch. Also es ist eine Masse im Vorfeld zu erledigen, bevor man, ich sag mal, wirklich maschinell zu Tate schreiten kann. Was macht denn der Abbruchverband in der ganzen Konstellation? Also der Abbruchverband unterstützt eigentlich uns an allen Stellen, wo es hakt oder wo Bedarf oder Klärungsbedarf ist. Sei es abfallrechtlich, sei es baurechtlich. Da gibt es ja so viele juristische Aspekte in der heutigen Zeit. Und da ist der Abbruchverband ganz, ganz stark tätig, unterstützt uns Abbruchunternehmer dabei, mit diesen Regelwerken auch klarzukommen oder auch diese umzusetzen. Entwickelt Handlungshilfen, hat in seinen Fachkreisen diverse Diskussionsforen eingerichtet, wo man halt auch mal mit der BG am Tisch sitzt und über neue Richtlinien berät. Solche Dinge. So, jetzt will ich mal gucken, was gibt es heute noch zu tun. Wir haben den 8.5.84. Sicherung in der Sauna. Die hat eine Sauna. Ja, wir hatten eine Sauna. Die müssen wir gleich mal finden. Ja, da wir mit dieser Heizungsanlage momentan auch noch die Nachbargebäude hier versorgen, dürfen wir hier noch nicht tätig werden. Alter Verwalter, ist das der Kamin? Ja. Allein die ganzen Umwälzpumpen da, ne? Wenn es jetzt hier rückgebaut wird, der Hausmeister, den haben wir heute nicht mehr gesehen. Aber nee. Ist hier noch mal ab und zu jemand, der weiß, okay, da den Hahn und so weiter? Wir haben ja einmal vom Auftraggeber einen Ansprechpartner hier vor Ort, der auch wirklich vorher als Hausmeister hier war. Der weiß, wo welche Leitungen hingehen. Und dann halt die verschiedenen Firmen, Elektro, Heizung, Sanitär, die uns hier halt unterstützend zur Seite stehen. Aber auch hier, alle Anlagenteile sind gedämmt. Auch da gehen wir hin, werden im Vorfeld hier händisch die Leitung alle abisolieren und bevor der Bagger anrückt, sämtliche Schadstoffe hier rausnehmen. Aber ich habe ja gesehen, ihr seid ja mit Baggern schon zugange, das gucken wir auch gleich. Genau. Das heißt, ihr müsst parallel arbeiten, ihr müsst das koordinieren. Ne? Die einen baggern schon, hier muss jetzt der Trupp rein. Ja. So viel zum Thema Heizung läuft. Hier ist ja schon ein bisschen duster, das liegt daran, dass ihr schon die ganzen Röhren rausgenommen habt. Genau, wir haben die Röhren alle demontiert, wir haben die Vorschaltgeräte demontiert, wir haben hier auch hier in den Bereichen diese Zwischenbüros in den Hallen jeweils entkernt. Hast du eine Ahnung, wie viele Röhren ihr hier rausgeholt habt? Viele. 15.000, glaube ich. 15.000 Röhren? Ja. Was schätzt du, wie viele Röhren hier drin sind? Keine Ahnung, könnte man eine Lotterie rausmachen. Also ich denke so ungefähr 2.000 Lampen. Also die Dinger gehen 100% ins Recycling und werden wieder zu Röhren verarbeitet. Du denkst ja vielleicht so auch als Laie, von wegen Abbruch, total dreckig alles, aber so viel mit Dreck kommt dir direkt gar nicht in Verbindung, oder? Nein, da haben sich die Zeiten halt gewandelt auch. Wir arbeiten ja heute auch viel, viel sauberer als früher. Wir bauen die Abfälle einzeln strategisch, systematisch aus. Die Leute verfügen über eine viel bessere Ausrüstung als früher. Viel mehr wird maschinell gemacht, auch in der Entkernung. Wir können jetzt hier nochmal in die Verwaltung hoch. So, Kantine. Gibt es heute Schöttbullar oder? Tatsächlich, du ahnst es ja nicht. Hier stehen noch die ganzen. Hier ist noch eigentlich gar nichts passiert von unserer Warte. Aber die haben zumindest aufgeräumt, weil sonst wird man es riechen. Genau. Geil, hier ist noch Wasser drauf. Ach, Dachterrasse. Achso, ist sogar offen. Edel. Aber du sagst ja, das geht ja bis in den Sommer. Das heißt, hier ein paar Gartenstühle, die kommen hier noch raus, ne? Und hier haben wir halt schon einen Bereich, wo wir mal schnell zugange sind. Da ist irgendwas verbogen. Da fehlt ein Stück der Halle. Da musst du den Dachdecker rufen. Ich fürchte, das ist zu spät. Lass doch das Ding noch abbrechen. Ja. Rückbauen. Rückbauen. Sorten rein. Ja, wir erleben es halt immer wieder, dass wir mit solchen Baustellen wie hier oder Stadtzentren oder so, wenn wir da was zurückbauen, die Leute stehen am Bauzaun, die sind wirklich fasziniert davon, wie sukzessive man so ein Gebäude zurückbaut. Man nimmt jedes Holzteilchen da raus, man sortiert Stein zu Stein, Beton zu Beton, Schrott raus, Metalle raus. Ist nicht mehr die Kugel, sondern wirklich schon selektiver Rückbau. Ich bin gespannt, aber ich will noch die Sauna sehen und den Fitnessraum. Ja, ob wir den Fitnessraum finden, weiß ich nicht, aber die Sauna definitiv. Hast du die angeheizt? Jetzt hast du hier ein Loch gemacht. Wir nicht, der Gutachter. Der also bestimmt, wo haben wir die Belastung, richtig. Was müssen wir entsorgen oder wo genau. Können wir einfach jetzt hier mit der
Die machen im gesamten Gebäude Öffnung, um halt zu gucken, wie die Bauteile aufgebaut wurden. Hier haben wir halt unterm Estrich eine Styropor drin. Styropor, Estrich, Folie. Ihr nehmt jetzt den Boden auf und holt das Styropor daraus? Genau. Erstmal Oberbodenbeläge runter, dann der eigentliche Estrich wird entfernt, dann Folie mit Styropor raus und alles geht Sorten rein in die entsprechenden Container. Mittlerweile macht ihr das auch mit elektrischen Maschinen. Ja, ne? Genau. Es gibt elektrobetriebene Minibagger oder Bobcats, dann Bodenbelagsstripper, die Bodenbeläge aufnehmen. Wie heißen die? Stripper. Bodenbelagsstripper? Ja, genau. Die haben so eine Klinge vorne dran und damit werden die Böden aufgenommen. Das ist ein Job mit Zukunft, der Bodenbelagsstripper. Also da zieht sich keiner aus, außer der Fußboden. Wenn ich in deinem Job arbeiten würde, ne, ich müsste mir garantiert pro Objekt immer einen Tag extra nehmen. Ich müsste da erstmal hier durchgehen. Ich finde das total interessant. Das wird ja auch nie langweilig. Nö. Hier hängt eine IKEA-Uhr. Die hatte ich mal. Jo, die kenne ich. Das war aber auch aus der Fundgrube hier. Kleine Macke dran. Und ich würde mal eine neue Batterie reinmachen. Guck dir das an. Ja, Brockschmidt, wir müssten einmal einen Rückbau machen. Das Ding muss weg. Danke. Hier ist ja auch eine super Kulisse, um irgendwie so einen Agenten-Thriller hier zu drehen, ne? Guck mal in die Räume hier überall rein, ob hier irgendwo die Sauna ist. Nee, ich hab keine Ahnung. Nein, hier auch nicht. Das sieht auch ein bisschen unheimlich aus. Wo ist denn der Lichtschalter? Da. Ja, hier waren offensichtlich die ganzen Archive, Bänder, IT, alles hinter Gittern. Sicherheitsmäßig. Krass. André, findest du das nicht auch geil? So ein, ja, klar, ich hab die ganze Zeit diesen Resident Evil Soundtrack im Kopf. Ja? Matthias, gibst du Deckung? Ah, ah, da ist Smallland. Überraschung. Sauna. Wie geil ist das? Nee, ne? Das ist ein Solarium. Man muss ja mal machen für den Tank. Aber wir sollten die Saunabaderegeln beachten, ne? Und genauso sehen wir auch aus, ne? Ja. Das passt, oder? Wie eine Birne. Wir haben jetzt im Prinzip die Verwaltung ja durch. Genau. Riesig, oder? Ja. Das sind 8000 Quadratmeter Verwaltungsfläche und das ist der kleinste Teil. Ja, Europazentrallager, ne? Richtig. Oh, Tür verblombt. Aber ja, nicht für uns, ne? Wir haben Carte Blanche hier. Ja, auch Durchgang verboten. Wahnsinn. Flachdach, Lichtkuppeln, ganze Blitzschutzanlage sieht man hier. Was heißt denn jetzt, das Dach wegzunehmen? Wir haben ein klassisches Warmdach. Doppellagig PVC-Folien, dann kommt eine Styropordämmung, 7 cm. Und dann haben wir ein klassisches Trapezblech auf den Betonbindern halt liegen. Und das bauen wir ja maschinell zurück. Und das sind die beiden Kamine wahrscheinlich, die wir unten im Heizungsraum gesehen haben. Ne? Genau, die unten, die wir unten gesehen haben, kommen wir oben wieder an. Das sind auch Klimageräte wahrscheinlich? Richtig, irgendwo genau. Ist eine Klimaanlage genau. Auch? Wir haben immer so Klimagebäude hier auf dem Dach und die erstrecken sich halt über die gesamte Gebäudefläche. Da ist ja noch Kältemittel drin, ne? Das wird, genau. Wird dann rausgezogen, oder? Genau, da ist ein FCKW-haltiges Kältemittel drin. Das wird evakuiert durch Fachbetriebe. Die saugen es ab in dem geschlossenen Kreislauf, sodass die Umwelt da keinen Schaden nehmen kann. Also dieses Kältemittel wird dann gesäubert, entwässert sozusagen und wird dann wieder verwendet. Das heißt, auch allein hier an diesem kleinen Türmchen, das ist ja, das wäre ja für sich schon so ein kleines Projekt, ne? Ja. Was rechnest du an Zeit, bis das Ding hier weg ist? Ich denke mal 2 Tage. 2 Tage, 2 Leute. Die Leiter ist nichts. Ja, ich lasse dir den Vortritt. Bagger, da vorne 30 Tonnen, nee, 35? 2x50, 2x30. 50, 30, 50, ne? Das sind die Idealmaße für jeden Abbruchunternehmer hier. Ne? Wahnsinn, ey. Jetzt musst du dir einfach mal überlegen, was hier gerade auch an Masse und an Material bewegt wird. Wir haben hier rechts den Teil, wo aktuell die Hallen maschinell zurückgebaut werden. Und die beiden Geräte direkt vor uns bereiten eigentlich quasi den Schutt nach. Beziehungsweise die Betonbinder, die hier beim Rückbau gewonnen werden, werden da vorne aufbereitet. Da siehst du ja jetzt die ganze Dämmung, ne? Richtig, genau. Die Styropordämmung vom Dach sieht man da. Styropor hier vorne, Stahlbleche und Rohrleitung dahinter, die Dachfolie dahinter der Haufen und dann halt der saubere Beton rechts und links davon jeweils. Die Dachfolie wird zu neuem Kunststoff wieder verarbeitet. Der Beton wird hier vor Ort aufbereitet und wird als spätere Tragschicht wieder genutzt fürs neue Gebäude hier.
Und der Stahl geht ganz normal in Hochofen. Ich hätte Lust, mir das unten mal anzugucken. Ja. Ich würde auch gerne mal wieder ein bisschen fahren. Können wir machen. Ich denke mal, ich werde den Akkord hier noch ein bisschen höher schrauben. Gerne. Machen wir. Da war der Gutachter am Werk offensichtlich. Der guckt wirklich nach, was ja, de facto Sache ist. Ja, wenn es nicht im Vorfeld sogar durch den Auftraggeber geliefert wurde, gucken wir halt selber nach. Also wir müssen ja schon wissen, was wir tun hier. Wir müssen natürlich auch gucken, wo wir mit den entsprechenden Materialien bleiben. Fast 100.000 Quadratmeter Dachfläche. Und mal 7 cm sind alleine vom Dach 7.000 Kubikmeter Styropor. Ne? Was geht dann bei dir im Kopf vor, wenn du dann so ein krasses Projekt hast? Du gehst aber vorher im Kopf schon die Arbeitsschritte durch. Was passiert wo, was muss wohin? Du weißt genau, welche Abfälle anfallen, welche Wertstoffe fallen an, wo kriege ich vielleicht einen positiven Marktwert erzielt, so wie mit einigen Geräten hier. Diese Schritte geht man schon im Kopf vorher durch. Und auch, welcher maschinelle Einsatz ist gefordert. Und halt aufgrund der engen Bauzeit hier haben wir auch einen relativ hohen maschinellen Einsatz hier. Hast du dann Respekt vor so einem Projekt? Natürlich, also Respekt hat man immer. Was passiert, wenn du die 8 Monate nicht schaffst, nicht einhältst? Wenn wir länger brauchen als geplant, müssen wir für jeden Tag, den wir länger brauchen, eine Strafe zahlen. Und die wird wahrscheinlich... Ja, die macht keinen Spaß. Also wir haben uns ein enges Ziel gesetzt und da arbeiten wir gerade kräftig dran und wir sind auf einem guten Weg. Lass mal untergehen. Jo. Wir haben das ja eben von oben gesehen. Wenn du jetzt hier drin stehst, sieht das nochmal mächtiger aus. Genau. Die ganzen Betonteile hier, da ist ja viel Eisen drin. Wie kriegst du das jetzt klein getrennt? Das geht ja nicht mal so eben, oder? Musst du das jetzt noch mit so einem Pulverisierer? Genau, wird vorbearbeitet, pulverisiert auf eine Größe, die nachher in den Brecher passt. Das sind ja Stahlseite Spannbeton, ne? Ja, Spannbetondielen haben wir. Also als Dachteile. Da ist tatsächlich Spannstahl drin verarbeitet. Sehr widerspenstig. Nur mit einer Schrottschere zu schneiden und halt bei Pulverisieren sehr aufwendig, weil die halt sehr, ja, sehr borstig sind. Ne? Und mit dem Pulverisierer ist er ja hier quasi gar nicht an der Front sozusagen zugange, sondern im Background. Macht eine Vorzerkleinerung. Ja, genau. Wann kommst du mit der Brechanlage hier hin? Also wir sammeln jetzt momentan erstmal. Wir sind ja jetzt in einem Hallenschiff jetzt so weit, dass wir das oberirdisch weg haben. Und wenn wir, ich sag mal, eine größere Menge hier liegen haben, sodass ein Brechereinsatz lohnenswert ist, fahren wir den hier rüber. Wir sind ja relativ für uns alleine. Ja. Aber es könnte doch sein, du wärst jetzt hier in der Stadt zum Beispiel. Ja, natürlich, klar. Würdest du dann hier Staubniederhaltung oder irgendwelche Maßnahmen machen? Das Gleiche machen wir hier auch. Nur heute haben wir nicht das Wetter dafür. Also heute brauchen wir keine Staubniederhaltung, weil wir eine natürliche Staubniederhaltung durch Regen haben. Aber ansonsten, klar, Wasserspritzen, Nebelkanonen und all sowas ist im Einsatz dann. Hast du hier selbst? Selbst hier, wir halten sie vor. Und für den Fall, dass wir mal sonnige Tage haben, momentan eher eine Seltenheit leider, setzen wir die natürlich auch ein, klar. Gibt es eigentlich eine Faustregel, dass du sagst, okay, Bauzeit, Faktor gleich Abbruchzeit oder umgekehrt? Nee, ist individuell, weil die Gebäude auch immer individuell sind. Wie viele Zwischenwände hast du, welche Materialien sind verbaut? Was hast du an Einbauten in den Gebäuden? Hier haben wir ja wirklich den Luxus, dass wir eine leere Halle haben. Da geht es natürlich entsprechend schneller, aber du hast natürlich auch komplexere Gebäude. Wie wir nachher hinten sehen, das Hochregallager ist sehr komplex und da dauert es halt entsprechend länger. Was ist Faktor Sicherheitsabstand? Ja, so im Schwenkradius sollte man sich nicht aufhalten. Deswegen tragen wir ja auch gelbe Westen, damit der Baggerfahrer uns möglichst zeitig sieht. Der hat auch ringsherum Kameras mittlerweile. Genau, also ist so mittlerweile auch vorgeschrieben. Ja, genau. Er hat an der Seite Kameras, hinten Kameras. Genau. Oftmals hat er auch wie beim Auto so ein Birdview, ne? so eine 360 Grad Aufsicht. Genau, die haben die neuen Bagger alle drin, also um da auch Leute frühzeitig zu sehen. Welche Maschinengattung fährst du am liebsten? Kettenbagger. Warum? Der Kettenbagger ist, ja, ich will nicht sagen der König der Baustelle, aber schon das Schlüsselgerät auf den meisten Baustellen. Man sieht schon wieder, du lachst schon wieder. Ne? Ja. Du hast schon wieder gute Laune. Ja, ja. Wie kriegt er das hin, dass das alles sortenrein getrennt da runterfällt? Oder? Gucken wir uns am besten da drüben an, weil die gerade dabei sind, das Dach abzubrechen. Also der lässt das langsam runterrutschen und trennt dann mit dem Sortiergreifer die einzelnen Materialien. Ja, guck mal, hier siehst du auch noch, ne? Damals aus dem Betonwerk. Ja. Mit IKEA gestempelt. Hast du eine Ahnung, was so ein Binder wiegt? Also die Binder dürften wiegen irgendwie so zwischen 15 und 20 Tonnen. Schon eine Massenschlacht. Hier siehst du Schrottschere mit offensichtlich vollhydraulischem Schnellwechsler. Ja, genau. Das heißt, eure Fahrer brauchen nicht aussteigen, keine Bolzen kloppen, Nein, Fläuchen. Geht alles aus der Kabine. Der Baggerfahrer fährt hier ran, legt das Anbauteil, was er gerade verbaut hat, hydraulisch ab, nimmt das wieder auf, muss maximal vielleicht am Tag mal schauen, ob die Anschlüsse sauber sind, mit dem Bremsenreiniger einmal drüber gehen, die Anschlüsse sauber halten und dann kann er es aufnehmen und damit arbeiten. Dadurch ist ja der Job als Baggerfahrer
auch überhaupt nicht monoton. Nein. Weil du bist ja irgendwo im Einsatz, musst dir dann selber überlegen, okay, mache ich das jetzt mit der Schere, gehe ich jetzt auf den Sortiergreifer. Früher hat man es ja oft so gemacht, da hat man vielleicht den Löffel dran. Hättest du eigentlich was anderes gebraucht. Oder eine Kugel und hast mit der Kugel alles gemacht. Heute hast du für jeden Einsatzzweck ein eigenes Anbauteil. Weil die Maschinen können viel flexibler agieren. Du kannst jeden Bagger für jeden Einsatzzweck nutzen. Also das funktioniert schon gut. Wie technikaffin seid ihr? Wir setzen, ich sag mal, abgesehen von den hydraulischen Schnellwechslern, natürlich auch 3D- und 2D-Technik ein im Erdbau. Wir haben vollautomatische Höhenkontrollen bei den Baggern drin, also wo ich bei den neuen Geräten nur noch den Joystick da hinten ziehen muss und der hält automatisch die Höhe. Das habe ich ja auch schon mal gezeigt, wo du halt die Sollhöhe, die speicherst du ein, dann ziehst du und dann macht er dir das Planum absolut safe. Genau. Dann gibt es natürlich Drohnentechniken, wo ich Gebäude mit aufmessen kann, wo ich Gelände mit aufmessen kann und so weiter. Die Digitalisierung schreitet da in allen Bereichen voran. Von oben haben wir gesehen, da steht ein 50-Tonner. Genau, die brechen ab. Da sind die Bagger an der Front. Das will ich nochmal sehen. Ja. Da hast du schon eine Vorstellung, wie viele Tonnen Trapezbleche hier anfallen werden? Also wir rechnen gut 500 bis 600 Tonnen Trapezbleche. 600 Tonnen Blech? Blech. 600 Tonnen. Jeder weiß, wie leicht ein Blech ist, aber durch die Masse halt viele Quadratmeter, viel Blech. Wahnsinn, ey. Ist doch nicht normal. Nee. Boah, ey, da musst du doch Spaß dran haben, oder? Ja, klar. Das will doch eigentlich jeder machen. Das ist der schönste Moment. Was? Jetzt klappt er sozusagen das Dach runter, nimmt jetzt gleich die Folie ab, schält dann das Styropor runter, zieht die Bleche runter weg und geht ans nächste Feld. Das ist schon Automatismus. Ja, Schwerkraft macht es möglich. Genau. Ne? Er ist ja jetzt derjenige, der jetzt auch direkt sortiert. Ne? Das ist jetzt alles runtergekommen. Er hat seinen Sortiergreifer am Start. So, und jetzt fängt er ja schon an. Er bringt uns hier so ein bisschen Beton nach rechts, Bleche nach links. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Köpfchen. Und hier fahren ja auch, wie du gerade gesehen hast, zwei Abroll-LKWs auf der Baustelle. Nur baustellenintern, die Abfälle von A nach B transportieren. Also immer raus aus den Gebäuden, nach draußen und dann werden die von den anderen Abrollern übernommen und werden dann auf die Reise geschickt. Das heißt, du hast zwei LKW, die nur quasi den Baustellenverkehr machen. Genau. Die genau. Damit die Straßen-LKWs nicht in die Bauflächen reinfahren. A, weil die Fahrer natürlich nicht so versiert sind im Umgang mit den Großgeräten, die hier fahren. Einfach um die Unfallgefahr zu vermeiden. Und B, die Logistik ist halt besser, wenn die Container am Rand stehen. Die können ranfahren, absetzen, aufnehmen, fertig, weg. Und brauchen nicht die Container einzeln noch suchen. Ist auch clever, ne? Wie war das? Köpfchen statt Birne? Genau. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite und das sind jetzt die Hochregallager. Sieht aus wie ein Bücherregal, ein bisschen größer, ne? Jetzt haben wir wie viele Geräte am Start? Umschlagbagger? Genau. Einmal 25, einmal 20 Tonner. Hier den Schrott zerkleinern und die beiden Longfrontgeräte. Der hat einen Sortiergreifer, der andere auch? Nee, der hat eine Schrottschere dran. Klassisches Teamwork. Genau. Der linke mit dem Sortiergreifer hält fest. Wie bei der OP, genau. Aber mit Nadel und Faden. Wie hoch ist das? 30 Meter. Man sieht halt, der schneidet die Träger jetzt raus und der andere zieht sie gleich zurück. Und dann kippen die mal Regal für Regal kippen die um. Jetzt siehst du das, der hat das von allen Seiten weggezwickt und hat jetzt quasi ein Element. Der holt jetzt einen Hashtag da raus. Den Hashtag, ja. Genau. Zukunftsangst brauchst du eigentlich nicht haben, ne? Weil es wird immer gebaut. Wenn gebaut wird, wird zurückgebaut. Wir haben ja in Deutschland das Problem, dass wir immer weniger, ja, ich sag mal, Freifläche zur Verfügung haben. Gerade in den Ballungsräumen hier im Ruhrgebiet. Da müssen wir Flächen frei machen. Deswegen, also Abbruch ist ein Thema mit Zukunft, definitiv. Was musst du mitbringen, wenn du sagst zum Beispiel, du willst als junger Mensch in einen Abbruch reingehen? Was hast du da für Möglichkeiten? Da gibt es verschiedene Ausbildungsberufe, unter anderem diesen Bauwerksmechaniker für Abbruch- und Betontrenntechnik. Da bist du wirklich, ich sag mal, damit befasst, dich mit den Gebäuden selber händisch auseinanderzusetzen. Also heißt, Sägeschnitte, Betonsägeschnitte, Rückbau vorzubereiten. Dann der klassische Baumaschinist, Baugeräteführer, Baggerfahrer. Dann gibt es noch den Baumaschinenschlosser. Der ist bei euch in der Werkstatt. Ne? Genau, der ist bei uns in der Werkstatt. Geht ja auch mal was kaputt. Und wenn was kaputt geht, braucht man natürlich auch Monteure, die das wieder reparieren. Also da gibt es schon unterschiedliche Möglichkeiten. Da ist je nachdem, wo die Affinität des Einzelnen liegt. Ne? Wir haben halt, ich sag mal, eine Menge zu bieten für junge Leute. Lass da mal rangehen. Wer sitzt da überhaupt drauf? Da sitzt der Max drauf. Der hängt jetzt an dem, ne? Wenn er jetzt knappst, dann knickt, kommt jetzt runter. Dann kommt er runter. Zack. Geil, oder? So, jetzt können wir hin. Hi, na? Moin. Alles gut? Hi. Ja, erzähl mal, Max, seit wann bist du im Abbruch? Ich bin jetzt seit 6 Jahren im Abbruch tätig. Habe vorher mit einem 24-Tonnen-Bagger eigentlich normale Einfamilienhäuser zusammengekloppt.
habe die auf dem LKW verladen und anschließend die Baugruben wieder ausgehoben. Irgendwann kam das große Los, dass ich den Longfront fahren durfte. Du hast dich quasi hochgearbeitet, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Ja. Auf 30 Meter. Genau. Wie alt warst du, als du das erste Mal auf dem Bagger gesessen hast? Ich glaube, da war ich 5, 6, beim Papa auf dem Schoß. So haben wir alle angefangen. Was machst du lieber, Erdbau oder Abbruch? Eigentlich so ein Mix aus beiden, weil dann ist ein bisschen mehr Abwechslung da. Wobei Abbruch eigentlich auch jede Menge Spaß macht, gerade mit dem Longfront. Wenn es enger wird, wenn es kritisch wird, wenn ja, die Höhe da ist und viele Gegebenheiten, wo man darauf achten muss, was die Mitmenschen an der Straße zum Beispiel machen, dass da keine Steine runterfliegen, dass das alles kontrolliert zurückgebaut wird. Und ist halt ein spannender Job. Es ist aber im Erdbau genauso. Dann hat man Baugruben, wo man die Pläne lesen muss und verschiedene Gefällestrecken, die man anlegen müsste. Egal, ob Abbruch oder Erdbau, macht beides mir jede Menge Spaß. Würdest du sagen, dass Longfront schon Königsklasse ist beim Bagger? Ich würde sagen, ja. Das macht also ja, wirklich von mir vom Kiezel her, das ist so ein Kribbeln jeden Morgen, wenn man aufsteht und echt? Einsteigt. Und, hast du noch jeden Tag? Ja, habe ich jeden Tag noch. Krass. Ja, so ein Nervenkiezel halt, ne? Adrenalin pur. Würdest du mir zutrauen, dass ich da oben mal was wegknapse? Auf jeden Fall. Ja, unter Anleitung? Wenn der Matthias das kann, dann wird gut, danke. Ja. Nehme ich an. Was soll ich denn machen? Eigentlich einmal so die Querträger durchschneiden. Das habe ich noch nie gemacht. Hier steht schon mein Motto, reiß die Hütte ab. Und die Hütte ist heute etwas größer, ne? So, Freunde, ich habe mich jetzt hier häuslich eingerichtet. Ich habe eine fachgerechte Einweisung bekommen. Ich bin gespannt. Der lacht schon. Das schaffen wir. Ist das normal, dass die ganze Ausrüstung so ein bisschen ja, Spiel hat? Das ist ganz normal. Also wenn du den ganzen auslegst auf 28 Meter, geht er einen halben Meter hin und her. Das ist halt das Coole. Und halben Meter. Hör mal, halben Meter mehr oder weniger. Ist doch egal. Komm mal weiter, weiter. Diese ganze noch. Müsste passen, André. Optimale Liegeposition. Boah. Das ist wie auf der Kirmes. Und dann schneidest du die einfach an der Senkrechten immer links und rechts jeweils ab. Oh. Leute, das ist das erste Mal auf so einem Gerät, ne? Bin ich da jetzt dran? Nein, du bist noch davor. 20 cm ungefähr. 20 cm, du bist doch verrückt, ey. 20 cm auf. Genau, und zubeißen. Yes. Ach du Scheiße, jetzt geht der runter. Dasselbe machen wir auf der linken Seite auch nochmal. Oh mein Gott. Nicht getroffen. Nein, du musst dann 5 cm hoch und 20 cm wieder vor. Ey, ich krieg gerade ein Gefühl dafür. Ja, genau. Yes! Ich meine, fürs erste Mal war doch nicht so schlecht, oder? Ein bisschen weiter runter, André. Boah, ich hab. Oh, wenn das der Chef sieht, kriegen wir heute gar nichts mehr verdient. Was dauert denn da so lange? Na hör mal, ich habe heute erste Stunde. Weißt du, ich will doch nichts kaputt machen. Also zumindest nicht am Bagger. Ja, läuft doch. Du kannst am besten immer von oben auf den Träger draufgreifen, mit 45 Grad quasi von oben greifen und dann schneiden. Dann siehst du das besser. Guck an, Übung macht den Meister. Ey, höchsten Respekt, ne? Wenn du das wirklich auf Tempo machst. Jo. Gehst du mit deiner Frau zu Hause auch so feinwillig um? Ah nee, da will ich jetzt hier nicht drauf eingehen. Aber man muss ja auch sagen, ne, das ist ja optisch richtig Alarm. Ne? Wenn du in diese Regal rein, in diese Träger rein guckst, mein lieber Kokoschinski. Boah, ist das hart, ey, das ist so hart. Ich würde mal sagen, Schicht für heute beendet. Premiere für mich auf dem Longfront. Max übernimmt jetzt wieder, weil er meint, ich brauche ein bisschen länger als er. Und das kann ich wohl gut verstehen. Aber mir hat es richtig Spaß gemacht. Und ich bin da schon viel gefahren, aber so 30 Meter Longfront auf der Höhe,
ist was ganz Feines. Eure Meinung und Kommentare zum Video und zum Abbruch generell mal wieder unters Video. Und jetzt wisst ihr auch, dass Abbruch nicht einfach platt machen ist, sondern wirklich eine Wissenschaft für sich ist. Sortierter Rückbau mit Köpfchen, ne? Und vielleicht sehen wir uns ja demnächst öfter mal auf dem Abbruch, ne? Tschüss und bis dann.